Es ist kurz vor sechs und der Mann da hinten auf dem Fahrrad hat gleich eine 12-Stunden-Schicht vor sich. Morgen. Guten Morgen. Sie sind Herr Rose wahrscheinlich, Herr Rose. Ne? Robert Holm. Hallo, Felix Rose. Bei der Feuerwehr sagen wir du, wenn du möchtest. Ich bin Felix. Felix ist Notfallsanitäter bei der Berliner Feuerwehr. Seine Wache hier in Kreuzberg gehört zu den meistgerufenen der Hauptstadt. Wie oft hattet ihr hier Ausnahmezustand in den letzten Wochen und Tagen? Täglich, wirklich gefühlt täglich. Gleich um 6:30 beginnt sein Dienst. Vorher noch duschen und umziehen. Ausnahmezustand. Was heißt das für die Rettungskräfte hier? Das will ich heute sehen. Haben Sie jetzt schon gleich die erste Sache? Jetzt haben wir gleich den ersten Alarm. Genau, es geht zur Notverlegung rüber ins Urban-Krankenhaus. Dann schauen wir mal, wo es hingeht. Aber ich dachte, Sie fangen erst um 6:30 an. Ja, so ist es, ne? Felix fängt früher an, damit sein Kollege aus der Nachtschicht nicht in die Überstunden kommt. Ein ruhiger Tagesstart ist das nicht. Sehen wir uns später. Dann sehen wir uns später. Genau. Ich bleibe hier und sehe, dass die anderen Rettungswagen jetzt gerade erst startklar gemacht werden. Nach einer Stunde ist Felix zurück. Jeder Einsatz muss protokolliert werden. Im August hatten sie hier rund 2700. Das sind ja gut 100, naja, nicht ganz 90 Alarme am Tag für diese Wache hier. Wie viel hattet ihr früher? Also früher waren das Alarmzahlen, die haben wir zu Silvester geschafft. 8 Uhr. Berlin wacht auf. Auch Felix' Kollegen kriegen ihre ersten Alarme. Die wichtigsten Infos immer auf einem Zettel. Können Sie mir kurz sagen, was haben Sie da jetzt für einen Fall? Wir fahren zu einer Reanimation. Jetzt. Nur ein paar Minuten später der nächste Alarm. Fahrzeug gegen Fußgänger mit Personenschaden, 2 verletzte Personen. Das ist Hannes, Felix' Kollege auf dem Rettungswagen. Der nächste Einsatz. Es geht jetzt in die Körtestraße, dort zum U-Bahnhof Südstern. Jeder Einsatz, eine Fahrt ins Ungewisse. Keiner weiß genau, was gleich passiert. Wir wissen erstmal nur, dass es ein psychiatrischer Notfall ist am U-Bahnhof Südstern. 8:45. Die Wagenhalle ist jetzt so gut wie leer. Und der einzig übrige Wagen da hinten fährt nur Spezialfälle an, erzählt mir Wachabteilungsleiter Paul. Aber wenn jetzt was passiert hier in der Gegend, dann müssen andere Feuerwachen, umliegende Feuerwachen, halt unseren Ausrückebereich absichern. Das heißt, es dauert länger, bis da jemand kommt? Korrekt, also es dauert auf jeden Fall länger, als wenn wir von hier einen Rettungswagen ausrücken würde. Das ist richtig, ja. Was denkst du darüber? Das ist nicht gut, aber das ist bei uns, eine leere Halle ist hier Normalzustand. Immer mehr Notrufe, aber zu wenig Personal. Deswegen ist sowas hier auch normal. Felix ist wieder da und muss sofort wieder los. Und ich kann nicht mal kurz mit ihm sprechen. Ja krass, Felix ist nur hier reingelaufen zum Drucker, hat sich den nächsten Auftrag geholt und gleich wieder weg. Gar keine Zeit hier reinzukommen. So viel Hektik. Und es ist noch nicht mal 10. Eine halbe Stunde später ist Felix wieder da. Eigentlich müsste er jetzt mal durchschnaufen, finde ich. Er ist gleich hier ums Eck. Eine bewusstlose Person. Ich fahre hinterher. Nur ein paar Straßen weiter hat ein Mann enorme Atemprobleme, muss dringend auf die Intensivstation. Doch er wohnt im 5. Stock. Es wird extra Personal zum Tragen gebraucht. Nur ein paar Minuten später vor dem Krankenhaus. Felix und sein Team haben den Patienten gerade auf die Intensivstation gebracht. Ich bin ganz schön fertig. Es war warm. 4., 5. Obergeschoss war das. Und wonach ist er jetzt? Mal so 5 Minuten wären gut. 5 Minuten für mich, ja. Mal was trinken, mal kurz durchatmen, Stiefel vielleicht aus und dann geht's weiter. Doch runterkommen geht an diesem Vormittag auf der Wache nicht. Die müssen gleich weiter? Ja, die müssen gleich weiter. Ich merke, dass Felix frustriert ist über die vielen Alarme. Denn immer mehr Alarme sind gar keine Notfälle. Man fährt zu Albträumen, also im wahrsten Sinne, ja, dass der Patient sagt, ja, ich habe Albträume gehabt. Ja, wie soll ich Ihnen jetzt helfen? Es geht nicht, ja. Wie findest du das? Wir wurden für andere Sachen ausgebildet und das verschwendet Zeit. Nach 12 Stunden ist Schichtende. Felix bringt jetzt die Einsatzzettel vom Tag. Ein ganz schöner Stapel. Die Einsatzzahlen sind um 20-30% gestiegen, sagt er. Der Ausnahmezustand inzwischen Alltag. So ein bisschen erschöpft. Du schwitzt. Ja, doch. Ja. Ist jetzt auch gut. Jetzt ist Feierabend, jetzt ist gut. Fahrradfahren zum Stressabbau. Das braucht er jetzt. Darf ich fragen, wie alt du bist? Ich bin 40. Glaubst du, du kannst das bis zur Rente durchmachen? In der Schlachtzeit tut das weh, wird das schwierig werden.
Sein Job ist es, zu helfen. Doch nach diesem Vormittag habe ich das Gefühl, dass unsere Rettungskräfte Selbsthilfe brauchen.